Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade mit dem Hund ein bisschen spazieren heute Abend und mache mir so ein paar Gedanken über einen Spiegel Online-Artikel, den ich gestern gelesen habe. Der hatte den Titel "Hier sterben Menschen für unsere E-Autos". Ging um die Kobaltförderung in der Republik Kongo. Das hat mich doch extrem nachdenklich gemacht, dieser Titel. Und was dahinter steckt, welche Wahrheit und vielleicht welche Unwahrheit, darüber möchte ich heute mal mit euch ein bisschen quatschen. Und das seht ihr hier im Video. Bleibt dran. Ja, der Spiegel Online-Titel "Hier sterben Menschen für unsere E-Autos" ist doch schon ziemlich reißerisch, also quasi sowas wie Clickbait. Der Autor wollte wahrscheinlich, dass möglichst viele Leute auf seinen Artikel klicken. Die Frage ist halt, ob die Leute wirklich draufklicken und sich den ganzen Text durchlesen, der danach kommt. Das war nämlich ein Interview mit Philipp Schütte. Der arbeitet bei der Bundesanstalt für Geoforschung und Geoförderung und Rohstoffforschung. Was weiß ich, irgendwas in Hannover, eine Bundesforschungsanstalt. Den Namen vergessen. Auf jeden Fall war der in der Republik Kongo und hat dort 58 Kobaltminen, sagen wir mal, besucht und kontrolliert und geguckt, wie dort die Arbeitsbedingungen sind. Und in diesem Artikel ist im Prinzip nur dieses Interview abgedruckt. So, das Problem ist jetzt für mich nur dabei, dass ich den Artikel eigentlich ganz gut finde. Also das Interview ist sehr sachlich und ich glaube, das, was der Herr Schütte sagt, ist auch der Wahrheit entsprechend. Es ist nicht alles Gold oder Kobalt, was glänzt. Aber es ist halt auch nicht so dramatisch, wie es eben immer geschrieben wird und vor allem getitelt wird, lieber Spiegel. Es gibt viele Leute, die lesen Überschriften und die lesen eventuell die zweizeilige Zusammenfassung unter der Überschrift und dann blättern sie weiter und sagen, siehste, habe ich schon immer gewusst, Elektroautos sind Mist, sterben Menschen dafür, Kinderarbeit, miese Arbeitsbedingungen, die wollen uns hier verarschen. Ich fahre weiter meinen Verbrenner, weil der ist viel besser. Da passiert das ja alles nicht. Erdölförderung ist völlig grün. So, Punkt. Das ist eine sehr große Gefahr und die Leute lesen so einen Artikel eben nicht zu Ende. Ich habe ihn zu Ende gelesen und ich kann euch gerne mal ein bisschen zusammenfassen, was dort ungefähr drin steht, so aus dem Gedächtnis, sagen wir mal. Der Herr Schütte hat, wie gesagt, 58 Minen besucht und man muss dazu sagen, er ist mit einer sehr kleinen Gruppe gereist und hat versucht, mit einheimischen Organisationen zusammenzuarbeiten, damit die dort kein großes Aufsehen erregen, sage ich mal, damit sie dort auch möglichst ungeschönte Bilder oder Erlebnisse einsammeln können, damit eben nicht sie nur die Hochglanzbilder oder Hochglanzseiten von so einer Mine sehen. Und Herr Schütte sagt, dass 80% der Kobaltförderung in Kongo im Prinzip in der Hand von großen Minengesellschaften ist. Und diese großen Minengesellschaften, die halten sich selbstverständlich an die Regeln. Sagen wir mal zum großen Teil natürlich. Schwarze Schafe gibt es immer mal wieder. Aber die halten sich an internationale Vereinbarungen und an Regeln. Und dort sei eigentlich alles okay. Das große Problem und wo diese reißerischen Titel oft herkommen, auch diese Bilder, die man immer wieder sieht, sind die Kleinbauern, und zwar die illegalen Kleinbauern, sage ich, Kleinbergbauern so. Und die illegalen Kleinbergbauern, die nämlich illegal auf den Geländen der großen Minengesellschaften ihre Stollen graben, schürfen, weil sie ja Geld verdienen wollen. Und natürlich keinerlei Sicherungsmaßnahmen ergreifen für ihre Riesenlöcher, ihre Stollen, die sie graben. Und da ist das Sicherheitsrisiko sehr, sehr hoch. Die begeben sich da in Lebensgefahr, weil sie einfach gezwungen sind, Geld zu verdienen. Die Lebensbedingungen im Kongo können wir uns, glaube ich, nicht wirklich vorstellen hier. Ja, und die begeben sich dafür gerne in Lebensgefahr. Und ab und zu passiert halt das Unglück und es sterben da Menschen. Das ist sehr, sehr tragisch. Hat aber nichts mit organisiertem, professionellen Bergbau zu tun, aus diesen Quellen die etablierten Elektroautohersteller ihr Kobalt beziehen.
Man kann sicherlich nie ausschließen, dass illegal gefördertes Kobalt durch irgendwelche Zwischenhändler auch den Weg in offizielle Rohstoffkanäle findet. Aber es ist zumindest nicht die Regel. Das Gleiche oder sowas Ähnliches, sagt Herr Schütte, gilt auch für Kinderarbeit. Kinderarbeit muss man differenziert sehen. Wir lehnen sie natürlich komplett ab, ich auch. Kinderarbeit ist einfach zu verurteilen. Und wenn man so sieht, also die Menschen dort arbeiten sicherlich auf einem Niveau, wie wir hier in Europa, zu Zeiten der Industrialisierung. Das heißt, alle Familienmitglieder müssen dort mitarbeiten, damit die Familie überleben kann. Das hängt auch teilweise manchmal vom täglichen Geldbedarf ab. Von Schule oder Bildung ist da oft eben überhaupt nicht die Rede, sondern die Kinder müssen mitarbeiten, damit die Familie als solche überleben kann. Das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen. Und dagegen muss man auch was tun, sagt auch Herr Schütte. Es sei aber nicht so dramatisch, wie es in diesen Artikeln oft dargestellt wird. Kann ich jetzt nicht bewerten, das ist nur seine Aussage in diesem Artikel. Sie tun zumindest aktiv etwas dagegen und haben bei anderen Rohstoffen wie zum Beispiel Wolfram oder Tantal, was auch in Smartphones beispielsweise sehr oft verwendet wird, bereits sehr, sehr große Fortschritte erzielt. Und da sind sie beim Thema Kobalt momentan auch dabei. Zum Thema Kobalt noch eine Info, vielleicht wisst ihr das gar nicht. Kobalt als solches wird eigentlich gar nicht so einzeln abgebaut. Das heißt, wenn wir von Kobaltminen sprechen, ist es eigentlich falsch, weil das sind in der Regel Nickel-Kupferminen, bei deren Abbau dieses Nickel-Kupfererz enthält auch Kobalt als Nebenprodukt. Und natürlich ist Kobalt wertvoll, wird natürlich nicht weggeworfen, also wird es auch gewonnen und verkauft und damit verdienen die auch viel Geld. Aber eigentlich der Hauptbestandteil des Erzes ist Kupfer und Nickel. In der letzten Konsequenz hätte das eigentlich, wenn man mal diesen Gedanken weiterführt, zur Folge, selbst wenn es nicht mal Lithium-Ionen-Akkus gäbe, also es gäbe gar keine Akkus auf der Welt und man würde komplett Kobalt gar nicht benötigen, würden die Menschen dort das Gleiche machen, was sie jetzt auch machen. Sie würden in den Nickel-Kupferminen arbeiten. Also ist diese Diskussion, dass man sagt, nur das Kobalt ist schuld, dass Kinderarbeit geleistet wird, dass Menschen auf tragische Weise ums Leben kommen, ist eigentlich gar nicht die Wahrheit. Die Menschen kommen wegen Erzabbau ums Leben. Dazu gehört Nickel, Kupfer und auch Kobalt. Und diese Stoffe sind in fast jeder Elektronik, in jedem elektrischen Gerät, was wir so benutzen. Also müsste der Titel im Spiegel eigentlich heißen, hier sterben Menschen für unsere Smartphones, hier sterben Menschen für unsere Flatscreens, hier sterben Menschen für unsere Kaffee-Vollautomaten. Was weiß ich? Dass jetzt hier wieder E-Autos eingesetzt wird, ist für mich nicht nachvollziehbar. Fun Fact am Rande, den Artikel habe ich gestern Abend gelesen. Vorhin gucke ich nochmal auf die Seite und sie haben den Titel geändert. Jetzt steht da plötzlich, hier sterben Menschen für unsere Akkus. Ich weiß nicht, warum sie es geändert haben. Vielleicht hat der Autor es selber gemerkt oder es haben sich einfach Leser beschwert oder ein Chefredakteur hat es gesehen, der vielleicht ein Elektroauto fährt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so wie der Titel jetzt ist, kann ich damit leben. Ja, es sterben Menschen beim Abbau von Rohstoffen, die wir auch in Lithium-Ionen-Akkus verwenden. Das ist Tatsache. Es arbeiten auch Kinder für die Gewinnung von Rohstoffen, die wir unter anderem auch in Lithium-Ionen-Akkus verwenden. Das ist auch Tatsache. Dagegen müssen wir was unternehmen, aber wir müssen auch etwas dagegen unternehmen, dass viel mehr Menschen sterben bei der Gewinnung von Öl oder Förderung von Öl, dass viel mehr Menschen vertrieben werden durch Kriege, die wegen Öl geführt werden, dass viel mehr Umwelt zerstört wird durch die Ölförderung und. Es gibt so viele Themen, gegen die wir was unternehmen müssten. Ich wollte einfach mal meinen Ärger Luft machen. So ein Hundespaziergang, finde ich, ist der ideale Ort dafür. Gleich geht die Sonne unter, es ist angenehm temperiert hier draußen. Und da ist auch schon ein Hund, ein zweiter Hund, und da wird meine Meiler gleich ein bisschen spielen. Ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Abend. Ich hoffe, dieser kleine Hundespaziergang hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Heute mal etwas unkonventionell aus der Natur, mit ein bisschen Gewackel.
Aber ich wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Video. Macht's gut.